Oliver Pocher eine Frage zu X-Szenen, die macht ihn sprachlos. Nicht nur, als er Ex-Vorsehende nach ihrem schönsten Urlaub fragt, bekommt Oliver Pocher eine überraschende Antwort. Sprachlos macht ihn auch eine unerwartete Frage. Urlaubs-Special im gemeinsamen Podcast von Comedian Oliver Pocher, 46, und seine Ex-Vorsehende Maya Wölten, 41. Das einstige Paar, das drei gemeinsame Kinder und jeweils zwei weitere aus ihrem zweiten, ebenfalls geschiedenen Ehen hat, präsentierte seinen Talk Die Pochers, frisch recycelt, exklusiv bei Podimo, vor Publikum in Berlin und sprach über die Zeit, die man gemeinhin die schönste des Jahres nennt. Als Olli von Sandy wissen wollte, welcher ihr bislang schönster Urlaub gewesen sei, überraschte sie ihn eingangs gleich mit ihrer Antwort. Es seien zwei Urlaube gewesen, antwortete sie. War ich damit dabei? Wollte Pocher wissen. Zweimal sogar, antwortete Sandy, und ein Raunen machte sich angesichts dieses unerwarteten Kompliments im Saal breit. Olli Pocher bekommt von Ex-Sandy unerwartetes Kompliment. Was? Fragte auch Pocher verblüfft. Sandy bestätigte, die zwei schönsten Urlaube meines Lebens, wie sie es formulierte, habe sie mit Olli verbracht, als sie noch ein Paar waren. Zum einen sei das eine zweiwöchige Reise auf die Malediven gewesen, als ich schwanger war mit unserer Tochter. Vor gut 14 Jahren also. Da waren wir sehr mutig, weil ich wirklich sehr weit war in der Schwangerschaft, verrät sie. Genauer. Über Weihnachten und Neujahr flogen sie noch in den Urlaub. Am 2. Februar kam dann bereits Tochter Naila, 14, zur Welt, wie Pocher berichtete. Was ihr denn so gut gefallen habe, hakte er nach. Das war das letzte Mal, dass ich Urlaub gemacht habe und Ruhe hatte, scherzte fünffach Mama Sandy. Beim zweiten schönsten Urlaub ging es laut Sandy nach Südafrika. Diese Ferien seien ihr deshalb so gut in Erinnerung geblieben, weil sie afrikanische Wurzeln habe und es bis dahin immer ihr Wunsch gewesen sei, einmal nach Afrika zu reisen. Olli habe das dann organisiert, inklusive wunderschöner Safari. Bei einer Frage zu seiner Ex-Frau Sandy ist Oliver Pocher kurz sprachlos. Nicht nur diese Antworten kamen für Olli Pocher offensichtlich überraschend. Sprachlos machte ihn kurzzeitig auch eine Frage aus dem Publikum. Zuschauer Stefan stand auf und fragte Olli und Sandy ganz direkt und unverblümt, seid ihr zusammen oder nicht zusammen? Jubel im Saal. Pocher fragte baff nach, wie meinst du denn das jetzt? Der Zuschauer konkretisierte. Wie würdet ihr denn euren Status beschreiben? Pocher gab empört zu Protokoll, dass eine Dame hinter ihm sogar reingerufen habe, habt ihr Sex? Und dann beantwortete er die Frage, unser Status ist glücklich geschieden. Er rang ein wenig nach Worten, als er verriet. Durch diesen Podcast hat sich eine zusätzliche Nähe aufgebaut. Sandy hatte in dem Podcast Pochers zweite, gerade geschiedene Ehefrau Amira Pocher, 31, ersetzt und liefert sich dort nun wöchentlich zur Begeisterung der Fans Schlagabtausche, bei denen sie ihren Ex verbal immer wieder in die Schranken weist. Olli Pocher über Ex-Frau Sandy, zusätzliche Nähe aufgebaut. Olli betonte mit Blick auf ihre aktuelle Beziehung, so, wie es jetzt ist, ist es genau perfekt. Und eines ließ er noch mit einem Augenzwinkern wissen. Er würde sich ebenso für Sandy freuen, wenn sie wieder eine neue Beziehung habe, wie er selbst zugreifen würde. Wenn sich mal wieder eine Dame seine erbarmen sollte, kündigte er an.